Sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Enshrouded, liebe Freunde. Ja, es geht weiter. Und zwar werden wir für den Schmied die Schmiede weiterbauen, verschönern. Jetzt kommt die ganze Feinarbeit, Leute. Erde haben wir ausgewählt, wir wollen aber Stein haben. Da werden wir da vielleicht, jetzt überlege ich gerade, dass das nicht... Soll ich da ein bisschen was gleich schon an, ne? Jawohl, das war gut. Wenn wir das da reinplatzieren, okay, es war auch nicht schlecht. War auch okay. Ich glaube, wir schauen, dass wir das vielleicht von oben. Hey, ja, ja, ich baue da der Schmiede. Ja, war na gut, wenn man nicht so botschert ist wie ich und da oben bleibt, ne? Okay. Dann halt so. Zum Glück habe ich die Facecam nicht auftrat im Moment. Ich bin noch immer verkühlt, ist noch immer die gleiche Aufnahme, Leute. Was nicht seht, wieder um die Versuche, um die Ecke zu schauen. Ne? Was ja komplett unnötig ist, aber wisst ihr, wie es ist. Habe ich euch schon mal ein paar Mal erklärt. Nicht Name. Ich lebe da ein bisschen mit. Ich bin nicht einer, der da ohne Regung vor dem PC sitzt und sich da spielt, sondern ich. Hey, ich lebe damit. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir da vielleicht. Das werden wir da vielleicht begradigen. Das war Terrainblock. Jetzt nehmen wir natürlich diesen Block. Passt auf einmal. Zack. Zack. Machen wir den da oder machen wir den weiter innen? Das ist ja jetzt die Question, ne? Letzte Quetschen, ne? Lass die quetschen. So. Gehen wir nochmal auf Terrainblock. Wie ihr seht, haben wir da. Da haben wir noch. Da haben wir noch, ne? Ja, schon besser. Da ist auch noch ein Lokal. Aha. Und was auch immer das jetzt war. Ja. Da würde ich da gar nicht mehr was raufgeben. Da haben wir... Abelanddippel drinnen. Kommst du nicht den Weg, Herr Schmied? Da brauchen wir aber dann das. Da war es nichts. Oh ja. Passt schon so. Halt mir gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das können wir sogar so entfernen. Ist nicht schön. Ein bisschen drüber schauen darf es natürlich. Finde ich das gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen drüber schaut. Da werden wir das ein bisschen so machen. Doch. Und diesen Zipf auch. Genau. Dann haben wir da hinten das. Jawohl, schaut irgendwie gar nicht. Oh, da sollen wir die Wurst da weg tun. Was sagt sie jetzt? Ups, was war jetzt? Da ist Holz weg da. Ja, tatsächlich.
Das ist ziemlich teilweise geschissen, dass man das erwischt. Ich sag's einmal so, wie es ist, nicht? Jawohl, jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir natürlich da wieder wechseln auf das und auf Holz und zack. Und somit ist es wieder da. So, jetzt müssen wir wieder wechseln auf Terrain. Und jetzt tun wir da noch diesen Wulst weg da. Das Wulst hier. Ah, schön langsam wird es ja was. Upsa. Das war ja nichts, ne? Passt. Da können wir dann noch auf Terrain gehen. Und zack. Passt. Da war ein kleines Locherl und das tun wir weg. Jawohl. Ein bisschen was darf ja rausschauen, Leute. Das brauchen wir zu klein, das brauchen wir nicht. Sein. Und dass das Ganze da ein bisschen Gesichterl kriegt. Warte mal. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber was ist mir da eingefallen eigentlich? Was war das da? Ah, weil was drüber schaut, okay. Und wenn man das, warte mal. Musste mich wieder schneuzen, weiter. Was ich gern probieren würde, ja, dass man da in der Mitte, falls ihr das zusammenbringt, so wie man das vorstellt, ja. Holz haben wir ausgewählt. Das ist ein bisschen zu weit hinten, oder? Hä? Ja, das hört man nicht. Das kommt weg. Oder? Wieso eigentlich nicht, Leute? Das muss ja nicht immer alles super symmetrisch sein. Ne? Wir könnten das aber natürlich so machen, dass wir es daher machen. Da. Dann geht es ein bisschen weiter runter. Ne? Und dann genauso hier. Das weg und nur die Ecke aus Holz. Ja? Lockert das Ganze halt ein bisschen auf. Und hinten kann man das ruhig natürlich lassen. Also ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es da so ist. Da ist es quasi halt ein bisschen so wie ein kleiner Stützbalken, ne? Den wir dann vielleicht danach runterführen. Oder glaubt ihr, ist das ein Blödsinn? Schauen wir uns das einmal an, wie das ausschaut. Oder ist das eher schier? Na, geht eigentlich noch. Okay, das ist nix. Da müssen wir da oben. Genau. Was ist? Schaut denn da schon wieder aus? Interessant. Da ist noch ein Fehler. Jawohl, jetzt ist Holz sehr richtig. Schaut da ein bisschen raus, aber das macht nichts, Leute, weil da gehen wir wieder aufs Terrain und werden da davor. Hey!
Oh ja, hoi. Und Steine setzen. Huh? War nicht so. War nicht mal so leibend, ne? Ja, hoi, bin eh da. Lauf eh nicht weg, ich baue da dein Schmiede. Ja, jetzt passt's. So, da. Dann werden wir da natürlich noch das vielleicht runterführen. Na? Da ist ja Verstärkung drinnen. Das gehört aber auch noch zugemacht eigentlich, ne? Jawohl, jetzt passt's. Und dann würde ich sagen, Leute, geben wir erben natürlich noch. Ich habe eine Idee. Was ist denn da ungefähr mittig da? Aber wir werden es da drüber platzieren. Ui. Das war zu viel des Guten. Also gut zu wissen, da ist aus. Da gibt es nicht mehr viel zum. Hey, das ist aber wurscht. Warte mal, schau her. Na? Baugebiet benötigt, na, dann nehmen wir das klar nicht, wenn wir austricksen, oder? Haha! Du kleiner Baugebiet benötigt, na du. Baugebiet benötigt. Didididi. So da. Und schaut gar nicht so unnatürlich aus eigentlich, ne? Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Also man könnte schon glauben, das war vorher auch so, ne? Ja, langsam wird's was. Man muss ja noch. Ja, hey! Man muss ja nur. Man muss ja nur reinkommen in dieses Bausystem. Die Verkühlung ist so leiwand, ich kann es euch gar nicht sagen. So, pass auf, jetzt machen wir das vielleicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. So, weil ich möchte da jetzt, da passt auf. Eventuell, ja. Oder was, schauen wir mal, ob wir da vielleicht. Ah, was haben wir da Schönes? Was ist denn das? R. Genau. Na, X muss man. Das X muss man auch weg tun, teilweise, gell, weil sonst ist. Oh. So könnte man es machen, aber schaut das nicht. So ist zu wenig. Ich setze mal, ja? Naja, geht aber eigentlich. Geht aber eigentlich. Warte mal. Tun wir da noch ein bisschen weg. Da tun wir auch noch ein bisschen weg. Das war nichts. Das war nichts, da tun wir wieder dazu. So.
Weil da hätte ich mir gedacht, eventuell, ich bin da schon mal, schauen wir uns noch mal an, wie es von außen ausschaut, ne? Von außen ist alles pipifein. Pipifein. Na super leibend. Pass auf. Hey! Lichtquellen. Harz, Holzscheite, Stofffetzen. Okay, das heißt vier Harz. Ja, der schreit aber ziemlich viel zusammen, he, ganze Zeit. Harz haben wir wo eine da beim Essen? Da ganz drüben. Harz. Stapel teilen. So. Lichtquelle. Zack. Herstellen. B. Und wo haben wir es? Da haben wir es. Na, schau. Hoi. Jetzt tun wir da entmieten. Da schaut das Stepper aus. Schaut das Leibwand aus auf dem? Links und rechts? Na, eher da, oder? Finde ich schon. Sagst du über dem einfach mal, kann man die auch montieren, wurscht, ich setze jetzt einfach. Und somit das Ganze da ein bisschen beleuchtet da drin. Oder sollte das weiter ausschauen, die Mauer? Warte mal, haben wir die? Da könnte man wieder Erde rein tun und sowas, ne? Erde und Holzscheiteln. Holzscheiteln und ein bisschen Erde. Bei Kohle wirst du sicher noch brauchen, irgendwie. Nehme ich mal an, Leute, ja? Also, der Hammer und der Erde Hammer. So, passt. Ich stelle ganz einfach ein bisschen was her. Ja, hey! Da haben wir die Sachen. Dietrich. Dietrich müssen wir anherstellen. Haben wir auf alle Fälle. Ich lieber zwei, weil, wisst ihr. Ich nehme einmal die Kohle auf. So. Zack. Wackelt eh noch. So, da brauchen wir noch Stapel teilen. Gehen wir ganz einfach rein. Ne? Zack. Und der hakelt schon wieder. Wunderschön. Da ist das Baumenü, da ist das normale. Genau. Und es wird schon wieder Nacht. Das ist ja auch ein bisschen gar, oder? Obwohl, es geht eh jetzt schon halbwegs. Metallblock. Oi, 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 oi. Aber Feuersteinblock. Für das, wie wenig man rausgekriegt von diesen Feuersteindinger, gleich 10 für 100er Ding ist nicht groß, nicht gerade toll, ne? Okay, da brauchst du Teer dazu. Miasma-Block. Okay. Mit Teer. Feuerstein. Oh, das schaut geil aus. Ganzenfaserdachblock. Feuersteinblock. Oh, das ist schön. Packt mal voll. Der Schmied mit seinem Platzerl da. Finde ich voll leibend. Das könnte man vielleicht da noch probieren. Schaut's einmal. Okay, das wird so nix. Und also wir Wegal machen. Aber das wird, das ist halt die Frage. Also was machen wir das als Steiner? Probieren wir es. Probieren geht über statt hören.
da brauche ich doch auch Wild, ne? Brauchen wir den Block. Jetzt müssen wir. Alter, schaut das geil aus. Also ich mir gefällt's, Leute. Sage ich ganz ehrlich. Sagt mal. Zack. Ein bisschen hoch, ne? Sagt da oben nach. Wo ist, lassen wir es einmal so? Ich bin ja froh, dass man da so extrem viel sieht, ne? Sollten wir uns einmal der Fackel da fürs Haus auch gönnen, ne? Okay, aber das, warte mal, das ist eigentlich eine Chance im Wald. So. Jawohl, jetzt war es richtig. Das müsste man ja eigentlich das so machen können, dass wir sagen, das begradigen wir es ein bisschen. Ah, geht nicht. Oh, okay, das müssen wir dann tatsächlich so machen. Und einzeln wegnehmen. Stein? Also ich habe Terrain genommen, nicht Trottel. Hätten wir nicht drüber. Hätten wir nicht drüber. Na? Wenn wir so da... Da das ja ein Viererblock war, müssen wir ja oben auf das wegnehmen können. Hier. Eins, zwei, ja, das dauert, Leute.
Das Gescheite. Du kannst es sicher einfacher machen. Ich habe sicher, ich denke sicher geradezu umständlich. Aber ich hätte dann gleich so machen können, ne? Reden wir nicht drüber. Upsa. Kann man das ein bisschen so wie ein Trampelpfad, ne? Dann auskatschen. Aber das ist uneben wie deppert, aber macht ja nichts. Ah, warte mal. Zack. Da ist er, der Schmied. Das gehört natürlich auch noch. Da fehlt ja auch noch was. Darunter will das nicht, oder wie? Ist da. Das ist nichts. Jetzt habe ich mal's verwurschtelt, ne? Boah, Alter, geil. Du wirst es nicht glauben, ich habe gerade frische, selbstgemachte Krapfen hergestellt bekommen. Mörderisch. Gibt's keine besseren. Aber irgendwie ist es da eine Verwurstlerei, gell? So, los war das jetzt, glaube ich. Na, das ist zu viel. So. So passt es. Das müssen wir da oben dazu machen. Aber mit dem Terrainblock. So! Haben wir unser ausgehatschtes Pfadl. Das sollte man dann ein bisschen wegtun. Das probiere ich aber jetzt auch mit Erm, ne? Schön. Jetzt kann man mit der Schmiede anklicken. Was kann man da Schönes machen? Metallplatten. Da brauchen wir Kohle und Metallschrott. Werden wir auch machen. Wir werden jetzt da mal ein paar Metallplatten reinhauen. Und Kohle sollten wir eingesteckt haben. Pass auf. Wenn wir teilen, geben wir da mal 18 rein. Zack. So, lieber Schmied. What is it this time?
Herstellung der ersten Ausrüstung. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammenblut? Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herzustellen wäre ein guter Anfang. Schmiede eine Waffe. Läuterndes Feuer. Das Glutal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu, also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich, du Flammenspross. Na klar, neben denen schauen wir natürlich etwas kümmerlich aus. Neuer Ort markiert. Gut ausgeruht. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf und etwas Fleisch im Magen bereiten dich auf alles vor. Nägel. Oh. Oh, Toscha. Das ist ja mal Spitzhacken. Miasmaholz, Metallschrott. Das ist sehr gut. Das heißt, das kann man dann auch mal, das werden wir mal, Miasmaholz brauchen wir Garn. Da brauchen wir keine Garn. Miasmaholz und Metallschrott. Schilde. Oh. Metallplatten, die stellen wir gerade her. Leute, es wird langsam lebend. 16 Schaden, derbes Schwert. 17 Schaden. Warte, machen wir Schnittschaden, da haben wir Wuchtschaden. Da bin ich eher da. Nägel. Warte mal, Nägel, was brauchen wir? Metall. Okay, also Metallschrott müssen wir mitnehmen. Und die Flamme will auch schon wieder was von uns. So. Das lassen wir eingesteckt. Das brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht mit. Jetzt gehen wir da rein. Metallplatten. Siehst du, eine haben wir da schon. Können wir uns ruhig einstecken. Hm. Metallschrott haben wir zum Glück einiges. Sorry, musste husten, haben wir schon einiges bekommen, glücklicherweise. Das ist, wie man sieht, extrem wichtig, der Metallschrott. Das lasse ich aber jetzt einmal so und da haben wir noch. Wo haben wir das Harz? Wo haben wir das? Ich bin wirklich komplett verpeilt. Katastrophe im Moment. So. Jetzt sehen wir wenigstens das, was wir da verbrochen haben, ne? Also, das ist auch Schaß im. Also, ja, ihr wisst es. Na, so, und jetzt könnten wir noch da sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der Madonna, zack, zack, und lustig, obwohl wir was weggenommen haben, fällt nichts. So, und das werden wir jetzt da in
liebevoller Kleinarbeit, wenn wir das da jetzt uns wieder. Weiterziehen unseren Weg. Sehr, oder ich kann euch nur sagen, liebe Freunde, das ist für mich macht es irrsinnig Spaß, diese Bastlerei, dieses Crafting und Bauen und Ideen verwirklichen, wie man was baut. Ist nicht schön. So, da gehen wir jetzt einmal da um. Jetzt werden wir noch was wegtun. Da und da. Und dann werden wir da das her tun noch. Obwohl ich sage einmal, 16 immer, wo dieser Block connected, ne? Wo es die hellblaue Stelle ist. Glaube ich, ist eh logisch, ne? So, da kann auch ein Grasbüschel dazwischen sein, das schaut ja nicht schlecht aus, ne? Genau, wie ihr seht, ist da kein Loch, das ist einfach nur da dazwischen Gras. Jetzt haben wir, und das mache ich auch noch ein bisschen brader da. Wunderbar. Da noch ein bisschen Zeng da. Also was ist da? Ja. Benöbel ist der, der ausschaut. Jawohl, den noch weg und ist noch weg. Sehr schön. Das kann ich jetzt bei dir herstellen oder bei wem? Ja. Genau. Mehr aus dem Holz. Naja, was man nicht im Hirn hat, hat man in die Füße, ne? Was haben wir da jetzt gehängt? Ah, das ist zu hoch. Schau. Ja, viel haben wir nicht, aber ein bisschen was haben wir schon mitgenommen. So, Sekunde. Ja, servus. So, Holzfäller, Axt, das, aber Waffen. Brauche ich dann Nägel? Genau, Nägel. Herstellen. Einhändige Waffen. Derbes Schwert. Brauche ich noch mehr Nägel, aber. 17 Schaden, wenn wir gerade damit Stachel verstehen. Das nehmen wir. Das herstellen wir her. Patsch. So. Spitzhacke. Das ist schon mal die stärkere. Herstellen. Holzfällerachst. Herstellen. So. Wunderschön. Weil jetzt werden wir da die Spitzhacke reintun.
da das Schwertal. Das heißt, das kommt weg und da die Axt, Leute. Und diese Sachen, okay, kann man nur löschen. Wird wurscht sein. Das brauchen wir ja wirklich nicht mehr. Löschen. So, die heben wir auf. Das heben wir auf, das kommt dann weg. Und dann kann man sich bald wieder. Rüstungsmäßig können wir auch noch schauen, was er da anbietet. Das Schild, Metallplatten. Aber das Schild und eventuell noch Rüstung, falls ihr das ausgeht, machen wir in der nächsten Folge, Leute, weil wir gut in der Zeit sind. Ich sage danke fürs Dabeisein. Da schaut ein kleiner Pömpel raus, den werde ich dann noch beseitigen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Dabeisein. Schaut auf euch. Tschüssi und Baba.